Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr bei einer mechanischen Scheibenbremse, und zwar der Promax 330R, die Bremsbeläge wechselt. Zum Wechsel der Bremsbeläge am besten das Laufrad rausnehmen. In dem Fall hier haben wir eine Steckachse, die man rausschrauben kann. Je nach Fahrrad ist das natürlich individuell gelöst, kann Schnellspanner oder auch ein anderer Steckachsentyp sein. Der Bremsbelagwechsel ist ziemlich fummelig. Nehmt euch dafür eine ruhige Minute, wo ihr euch auch ein bisschen aufregen könnt. Das ist nicht ganz trivial. Diese Klammer, die hier dazwischen zu sehen ist, hier links und rechts, das sind die Bremsbeläge, die muss raus. Sonst kriegt man die Bremsbeläge schwierig raus. Am besten mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem nach oben rausziehen und gut weglegen. Jetzt können wir zuerst den Bremsbelag rechts in Fahrtrichtung nach unten herausnehmen. Normalerweise geht es. So. Also einfach nach unten durchschieben. Und dann kriegen wir auch den anderen raus. Es ist dann ziemlich einfach, das rauszubekommen. Eventuell einen kleinen Schraubenzieher benutzen, damit man diesen Bremsbelag, den links in Fahrtrichtung, ein bisschen aushebeln kann. Das sind jetzt die Bremsbeläge. Typisch mit Belag auf einer Seite, andere Seite Metallplatte. Der Belag sollte nicht weniger als 0,5 mm sein, dann sind die Beläge verschlissen und müssen ausgetauscht werden. Die Beläge sind gleich, also es gibt keinen linken und keinen rechten, da könnt ihr also nichts verwechseln. Zum Einsetzen wieder genauso vorgehen wie beim Herausnehmen, also erst den rechten in Fahrtrichtung einsetzen und mit der anderen Hand wegdrücken, also nach innen, nach rechts drücken, sodass er nicht im Weg ist. Dann den anderen einsetzen. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, nämlich die Feder einsetzen. Als Hilfe, bevor ihr die Feder einsetzt, würde ich euch empfehlen, dass ihr von unten einen Schraubenzieher oder ähnliches einsetzt, damit die beiden Bremsbeläge links und rechts in ihrer Position bleiben. Ihr könnt auch, wenn es euch zu fummelig wird, einfach hier den Zug abschrauben, also hier die Schraube öffnen, den Zug wegnehmen, dann ist der Zug nicht im Weg. Es geht aber auch so, die Feder nehmen, zusammendrücken und dann einsetzen. Reinschieben, die hakt irgendwann ein. Schraubenzieher unten wieder rausnehmen, bisschen vermitteln. Es ist leider nicht besser erklärbar. Sie muss einhaken. Sie muss so weit einhaken, dass sich die Bremsbeläge dann wieder bewegen. Gegebenenfalls von unten gegen die Bremsbeläge nochmal drücken. Hier oben noch ein bisschen, bis die Feder richtig einhakt. Dann ist der Bremsbelagwechsel erledigt. Wenn ihr jetzt neue Bremsbeläge eingesetzt habt, müsst ihr garantiert die Bremse neu einstellen, weil die Abstände dann nicht mehr stimmen. Also links und rechts wird die Bremsscheibe dann von dem Bremsbacken schon berührt werden, von den neuen, weil die dicker sind als die alten. Wie das geht, haben wir euch in einem anderen Video schon gezeigt. Schaut dann einfach mal nach, falls ihr es benötigt. Ansonsten einfach das Laufrad wieder einsetzen, festschrauben und die Funktion der Bremse überprüfen. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet die Tipps und Tricks gebrauchen. Weitere Videos von uns gibt es hier drüben zu sehen. Unseren Kanal könnt ihr hier abonnieren und hier gibt es die Playlist. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Schauen, Schrauben und Fahren. Bis zum nächsten Mal, euer Olaf. Tschüss.